Ich hoffe, ihr habt alle noch mal die Nationalhymne gelernt. Die brauchen wir heute. Heute ist Tag der Deutschen Einheit und auch da ist natürlich hier auf dem Festgelände jede Menge los. Und ich habe interessante Gespräche geführt. Nachher wird es direkt nochmal um das Thema gehen, Deutsche Einheit. Aber wir geben natürlich auch einen Ausblick, was sonst noch in den nächsten Tagen auf dem Festgelände, auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau hier los ist. Ich hatte es ja schon angekündigt, heute Tag der Deutschen Einheit und ich habe ein wirklich hochinteressantes Gespräch geführt mit dem wahrscheinlich ältesten Schausteller hier auf dem Platz, mit Karl Schardt. Und dieses Gespräch haben wir für euch vorbereitet. Schaut einfach mal rein. Schön, dass du dir mal ein bisschen Zeit genommen hast, über die alten Zeiten zu reden. War das grundlegend was anderes zu DDR-Zeiten, die Schaustellerei, als das heute ist? Nö, es war das Einzige, was war, der Zusammenhalt unter den Kollegen war etwas besser. Aha. Weil wir ja bloß eine kleine Truppe waren. Ja, und da war das ein bisschen besser. Der eine hatte immer mal einen Kasten Bier mitgebracht, der andere hat ein paar Bretter mitgebracht. Da saßen wir mal zusammen und haben da mal gebrettet. Ist heute noch so, aber vielleicht die jüngeren Generationen war es heute noch so. Aber direkt anders, wir sind im Großen und Ganzen, sind wir eine Familie, der Schausteller. Ja. Und es hat auch bis jetzt, bis zum heutigen Tag, einer dem anderen geholfen. Das muss man sagen. Hat sich denn jetzt grundlegend am Publikum etwas geändert? Also die Begeisterung für Volksfeste scheint es ja immer noch zu geben. Ja, es hat sich da an und für sich im Großen und Ganzen hat sich nicht viel geändert. Nur, dass eben die Freizeitgestaltung in DDR-Zeiten doch begrenzter war. Okay. Ja, die hatten eine Volksfeste, haben sich drauf gefreut. Und es gibt heute viele, viele Feste, die es eben heute nicht mehr gibt, weil eben das Freizeitverhalten heute anderes ist, wie hier in Zwickau. Kurios, die nehmen ihr Volksfest richtig gut an. Es gibt noch verschiedene Städte, es gibt verschiedene Stadtfeste, wo immer auch richtig Leute kommen, im Eichsfeld oder in der Rhön. Das ist aber ihr Fest und das hat irgendwo Tradition. Und Traditionsfeste sind bis heute wirklich erhalten geblieben. Aber die Feste, die mehr oder minder außen herausgestampft wurden, die gibt es nicht mehr. Ah, okay. Und wenn ich so zurückdenke an die DDR-Zeiten, als die Wende war, war ich 15, 16 Jahre alt. Ja. Also da habe ich schon viel mitgekriegt, unter anderem, dass teilweise Material nicht verfügbar war. Wenn man ein Haus bauen wollte oder am Garten was gebraucht hat, ja, Material gab es nicht. Zement wolltest du? Nee, haben wir nicht. Wie war denn das bei der Schaustellerei? Das ist natürlich schlimm, wenn man kein Material bekommt. Hattet ihr darunter auch zu leiden? Also ich muss mal von unserer Firma ausgehen. Wir hatten darunter nicht zu leiden, weil uns der Rat des Kreises in vielen Belangen immer wieder unterstützt hat. Wenn wir irgendwo mal einen Engpass hatten, ob das bei Reifen war oder es war ja nicht so, dass wir heute hingehen konnten, einen Reifen kaufen. Das war ja alles limitiert. Dann hat man uns schon unterstützt, weil sie auch gesehen haben, dass sie auch für die Bevölkerung gebraucht haben. Das wäre natürlich dann noch blöd gewesen, wenn das Volksfest ausfällt, weil Material nicht da war, wäre das Volk unzufrieden gewesen. Ja, auf alle Fälle. Und so war das mit dem Handel auch. Der Handel, ich kann ja mal bloß von meiner Heimatstadt Kreuzen ausgehen, der Handel als solches, der hat bei uns zum Herbstmarkt, hatten wir ein gewisses Kontingent. So. Zum Schluss, wo die DDR dann zu Ende gegangen ist, dann gab es tatsächlich nur noch ein paar Hähnchen, ein paar Bratwürste und Rotkohl und Weißkohl auf dem Markt zu kaufen. Also mit Bananen und sowas oder was war nichts drin. So, wo ging das früher? In den früheren Jahren war das schon, das war das Fest.
damals im Sondershausen, also wo man so herkommt. Und da hat auch die HAO und der Konsum, das war ja diese Organisation, die haben für dieses Fest schon einiges zurückgelegt. Ah. Naja, wie war denn dann so die Wendezeit eigentlich? Die meisten haben sich gefreut. Viele waren etwas skeptisch. Wie geht's jetzt weiter? Gerade in den Betrieben haben die Leute natürlich gesagt, haben wir weiterhin Arbeit. Wie war denn das bei den Schaustellern? Ja, wir haben uns mehr oder minder doch versucht umzustellen, ganz schnell umzustellen, weil wir unsere Arbeitsplätze erhalten wollten. Vielen ist es auch gelungen. Es wurden dann neue Geschäfte gebaut, es wurden gebrauchte Geschäfte gekauft. Aber man hat uns hier mehr oder minder doch auch Geschäfte verkauft, die vollkommen überteuert waren und wir nicht wussten, wo läuft die Zeit hin. Also wir hatten Glück, muss man mal so sagen. Wir haben von einem Verwandten von uns den ersten Skoda gekauft, den 8-Zoll Skoda, aber nur deshalb, weil da er aufgehört hat. Und der erste Skoda, den wir gekauft haben, der 8-Zoll Skoda, der stand in München, der stand in Stuttgart, tipptopp in Schuss. Und dieser Mann, das muss man ganz ehrlich sagen, hat uns nicht überfordert. Also das war eine ganz faire Geschichte, wobei viele Kollegen doch da mehr oder minder richtig über den Nuckel gezogen wurden. Also wir nicht. Man könnte das Gespräch jetzt auch noch ausbauen ohne Ende. Wir hatten auch schon lange Zeit vorher gesprochen. Maren, wie lange war das? Halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorher noch? Ich glaube, und es war toll. Herr Karl hat uns zum Beispiel noch ein Käffchen gemacht. Ja, gerne. Das war immer schon so. Ja. Also, Gastfreundschaft ist bei den Schaustellern oberstes Gebot. Oberstes Gebot. Ja, dafür danken wir auch ganz herzlich. Bitte. Und damit trinke ich jetzt in aller Ruhe mein Käffchen aus. Wir sehen uns gleich wieder. Herzlichen Dank, Karl. Zum Wohl. Heute haben wir Donnerstag und ich möchte einen kleinen Ausblick geben, was in den nächsten Tagen so ist, zum Beispiel am Samstag. Dazu habe ich in den vergangenen Tagen mit Silke Walz gesprochen. Eigentlich müsste man sie hinter mir sehen, aber es ist einfach so viel los, dass die Bude verstellt ist. Aber das Gespräch mit Silke Walz, das seht ihr jetzt. Ihr bekommt die Light Brothers hierher. Das sind Leute, die haben Glühbirnen am Anzug. Nee, also so ganz profan kann man das nicht sagen. Was ist denn das? Das sind vier LED-Roboter. Die haben Kostüme mit LED-Licht. Und wir hatten die schon mal vor 2 Jahren hier. Aber leider hat ja uns das Wetter ganz großen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt haben wir die dieses Jahr nochmal engagiert. Und zwar wird das Ganze am 5. sein, der Samstag. Wir fangen auch abends nicht so spät damit an. Es wird ja jetzt zeitiger dunkel, sodass dann auch die Familien und Kinder was davon haben. Die beginnen hier im Biergarten hinter mir auf der kleinen Bühne, machen da eine LED-Robot-Show. Also es ist wirklich eine ganz tolle Sache. Man kann da auch mal auf Facebook gucken, die Light Brothers. Ja. Oft haben eine Facebook-Seite. Ja, ich denke, da blende ich auch mal ein paar Sachen mit ein, genau. Weil das ist echt sehenswert. Genau, und wenn das Wetter wirklich diesmal hinhaut, wir ziehen das Programm auf jeden Fall durch. Ja. Bei Wind und Wetter, scheißegal, sagen wir mal jetzt. Ja, genau, ne. Die kommen auch von ganz weit her. Wir sind auch froh, dass wir sie haben, weil die werden immer begehrter. Die waren im Sat.1 Frühstücksfernsehen in großen Shows auf RTL Sat.1. Und dann machen die, ist geplant, auf dem Riesenrad eine Show zu machen, auf dem Breakdance, auf dem Flipper. Geil. Also das wird eine ganz tolle Sache. Naja, so ein paar Wassertropfen werden denen ja auch nichts anhaben. Die werden ja keinen Starkstrom im Anzug haben. Ne? Genau. Kriegen sie einen Schlag. Die müssen dann bloß mal die Batterien zwischendrin aufladen. Ja, klasse. Ansonsten, hier sind wir im Biergarten. Wie ich ja schon sagte, das Gespräch hatten wir vorher aufgezeichnet. Das heißt, jetzt, an diesem heutigen Tag, hat das Fest noch nicht geöffnet. Aber man sieht schon, wie der Biergarten mal aussehen soll. Der lässt sich das eigentlich jedes Jahr so wieder einfallen. Oder zweimal im Jahr, kann man sagen. Der Festplatz sieht ja jedes Mal anders aus. Genau. Also das macht mein Bruder, aber er fragt mich immer, ne, mit Absprache mit der großen Schwester. Naja. Und eigentlich der Marco und ich, alles was man hier sieht, die ganzen kleinen Details und hier, wenn du dich mal rumdrehst, die Liebhaberstücke,
das ist natürlich auf unserem Mist gewachsen. Da haben wir ein Herz dafür und dass es schön gemütlich wird. Und nee, wir finden das auch schön, das immer anders zu gestalten, weil die Leute brauchen auch mal ein anderes Bild. Und ja, ich sag mal, viele Sitzgelegenheiten, ich finde es selber auch schön, wenn ich wohin gehen kann, mich hinsetzen, dass die Leute sich ein bisschen halten können. Und wenn wir so ein Glück mit dem Wetter wie letztes Jahr haben, ist es doch toll, wenn hier die Leute mit ihren Kinderwagen hier überall durchfahren können, können sich mal hinsetzen und ein bisschen verweilen. Aber eigentlich als Schausteller ist man da wahrscheinlich auch Landschaftsarchitekt und Innenraumgestalter und Multihandwerker in einem, oder? Also ich bin da sowieso so eine kleine Dekomaus. Ich mache das ja gerne. Wer mich kennt, weiß das auch. Weil man muss farblich immer alles abgestimmt sein, von der Schürze bis zur Blume. Und ich liebe das einfach, sage immer, das ist mein Wohnzimmer hier, jetzt ist der Biergarten mein Wohnzimmer und da muss ich mich wohlfühlen. Ich bin jeden Tag 10 Stunden hier. Klasse. Da danke ich dir erstmal vielmals. Gerne. Ich muss mal hier zum Rundgang. Genau, mach. Wir sehen uns. Danke dir. Das war die Folge vom Tag der Deutschen Einheit. Ach na, das passt ja. Genosse, wie macht sich denn das Volk hier auf dem Volksfest zum Tag der Deutschen Einheit? Erstmal Haltung annehmen hier. Die haben es ja ganz gut, weil Dienst ist Dienst. Aber heute feiern wir hier in Zwickau auf dem Volksfest nicht nur die Wiedervereinigung, sondern mehr die Wettervereinigung. Das war übrigens auch eine der Attraktionen. Der Fopo Pantomime, der sogar mal reden kann. Ne, und ich konnte mal überall hin. Ich konnte mal zum Riesenrad, mal zur Zuckerwatte. Man kommt auch immer ein bisschen rum. Ne, es ist schön, wenn man mal rauskommt. Ne? Ne, freilich. Und das Wetter, das ist so dienstgerecht, das ist so feierlich. Das ist, wie gesagt, Ost-West-Wetter schmelzen heute zusammen. Sag mal, kann das sein, dass deine Mütze verkehrt rum ist? Ach ja, siehst du, es noch vom Riesenrad fahren hier. Jetzt sind wir in der Dienstvorrichtung wieder richtig, ne? Genosse Generalmajor, herzlichen Dank. Na, und aber schön, gestatten wegtreten zu dürfen. Und von euch möchte ich mich aufs Herzlichste verabschieden. Bis bald, macht's gut.